Manchmal sind es nur Kleinigkeiten, die Profis wie Marcel von uns Hobbygärtnern unterscheiden. Aber es heißt ja nicht, dass wir nicht all diese kleinen Tricks und Kniffe lernen können. Marcel hatte letztens hier einen Azubi da und ich habe mitbekommen, wie er ihm das gezeigt hat. Ich dachte, okay, das ist schon ziemlich clever und es erspart einem Arbeit. Es macht die Arbeit einfacher, sagen wir so. Und was braucht man dafür? Eine Schaufel. Das ist Ja, jetzt hier so eine auch Kindstütze genannt. Das Flachschaufel. ist eine Flachschaufel, genau. Da gibt es ja welche, die sind eben ganz glatt. Da kann man relativ gut gerade mit abstellen. Dann gibt es Spitzschaufeln, damit kommt man natürlich ein bisschen leichter in den Boden rein. Dann gibt es noch so eine, ich glaube, die heißt Holsteiner, das ist so ein Zwischending, die hat dann so einen Bogen vorne dran. Und es geht jetzt darum, Erde flächig abzutragen. Zum Beispiel, wo im Garten könnte man das brauchen? Wege bauen. Beim Wegebau, wenn ich jetzt einen Graben ausheben will, für Spargel zu pflanzen, was auch Also immer. kommt immer Oder auch wieder für vor, ne? normale Schaufeln. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Kies in die Betonmischmaschine schaufeln will, hilft das genauso. Okay. Und wo jetzt genau? Gib mal. Also ich nehme mir jetzt so ein Ding, mach so. Gut, das bei Sand geht das relativ einfach, Ja. aber wenn das mal ein bisschen schwereres Material ist, wenn du in Schotter rein musst, wenn du in die Erde rein musst, Dann kommt das zum dann wird Tragen. es sehr anstrengend für die Schultern. Also musst du mit also tierischem Muskeleinsatz sehr ermüdend. Ich schnapp mir die Kamera und du zeigst uns das mal. Okay. Zeig's mal falsch oder so, wie ich das machen Ja, würde. also du hast jetzt dann ja mit Gewalt hier versuchst du da irgendwie so reinzudrücken, ne? Das So. geht ja auch, ne? Das geht auch, aber das machst du 2 Minuten und dann bist du fertig. Sagen wir mal 3 Minuten, aber okay. Okay. So, und jetzt zeig mal, wie du das machst. Ja, wir nutzen einfach unser Gewicht auch mit aus. Also Rechtshänder, sage ich jetzt mal, das Stielende in die rechte Hand, Linkshänder entsprechend andersrum. So, dann das linke Knie darunter gesetzt und mit der linken Hand wird dann hier quasi blockiert. Und dann drücke ich mit dem Knie, mit meinem Körpergewicht, mit dem Oberkörper, drücke ich dann quasi gegen die Schaufel und kann dann ja, die Schaufel in die Erde reindrücken. Ich gehe mal hier rüber, wo auch was Erde ist. So, und dann kann ich einfach mit meinem Gewicht hier reingehen und kann das. Das ist ziemlich fester Boden, es geht trotzdem. So, Alternative wäre natürlich jedes Mal den Fuß zu benutzen. Immer hin und her auch nicht gut. Und mit dem Fuß komme ich auch nur senkrecht runter, da kriege ich schlecht flach abgeschält. So kann ich hier eigentlich in den festen Boden. Ja, hoppla. Und kann da schön drücken. Ans Schaufelende, ans Stielende. Linke Knie da drunter. Mit der linken Hand blockieren und dann kann ich hier. Mit den Knien, mit dem Gewicht kann ich arbeiten. Das sah gar nicht mal so schwer aus. Das will ich jetzt auch mal ausprobieren. Ist ein bisschen Übungssache. Also am Anfang sagt man, das ist ja anders dann doch einfacher, aber wenn man es dann einmal kann, spart es sehr viel Kraft. Also, rechte Hand Rechte hier, Hand ans Schaufelende, ja. Schaufelende, linkes Bein. Ja. Damit stoppen. Ja. Oder geht das nur, weil du so groß bist? Nein, das geht eher etwas schwieriger für mich, weil durch die Größe, weil der Schaufelstiel zu lang ist. Ja, du stehst ein bisschen komisch. Nimm Okay. mal den, genau, so, ja, so wird es besser. So. Nicht, ne, den rechte Bein ein bisschen nach vorne. Okay. Aha. Okay. Ah, ja, okay. Was man, glaube ich, lernen muss oder üben muss, ist den Winkel von der Schaufel, Ja, dass geh man mal nicht hier zu. ein bisschen nach vorne mit dem rechten Bein. Achso. So? Nee, nach hier. Nach hier. Nach da. Ja, so. Auf den Haufen, nicht über die Beete. Ich glaube, mit ein bisschen Übung Ja, sah jetzt noch ein bisschen. geht das auch wenig, sah komisch aus Sah ein bestimmt. bisschen verkrampft aus, ja. Das geht auch weniger in den Rücken dann, oder? Richtig, ja. Weil du machst ja nicht hier aus dem Rücken raus, sondern du bleibst ja mit dem Rücken eigentlich nachher gerade und machst einfach nur hier diese Na toll, Bewegung. dann hast du es in der Hüfte und im Knie. Also ich denke, es ist am Ende die bessere Lösung. Ja, vielen Dank, Marcel.
Wenn du noch weitere solche Tricks hast, schreib es mal auf und wir machen Videos davon. Ja, wir können irgendwann mal, wir hatten ja letztens die Knoten gemacht, wie man die festmacht an den Eisenpinnen zum Spannen. Es gibt eine Möglichkeit, das nochmal dann aufzuwickeln, die Schnur, dass man nicht ein ganzes Durcheinander hat. Ist aber dann auch wieder Übungssache. Wir hoffen, euch hat dieses Video gefallen. Falls ja, gebt ihm einen Daumen nach oben, schreibt was in die Kommentare, vielleicht mal eure Wünsche, was ein Profi euch zeigen soll. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao. Und wir hauen ab, bevor es wieder anfängt zu regnen.